Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir uns mal an diesen flinken Flitzer-Dingen hier versucht, um ja, weiß ich, nach 3-4 Turnieren oder so schon auf Fresse zu bekommen. Müssen wir schon irgendwann mal später zurückkommen, wenn wir höherrangige Geister haben, wann auch immer dieser Moment auftreten wird. Und ja, wir sind jetzt vor der letzten Welt. Ich müsste ja noch mal ganz kurz was gucken. Haben die verschiedene Flitzerstufen? Nein, die haben genau die gleichen. Warum steht denn das dann überhaupt da? Egal. Wir gehen zur letzten Welt vorerst. Werden sie nicht komplett erledigen, aber wir werden schon hier so ein paar Sachen erledigen. Vielleicht die Portale und so finden. Ja, das könnten wir genau. Das könnten wir machen. Vielleicht kriege ich ja irgendwas. So, das Wichtigste ist jetzt, dass ich ein A-Rang bekomme, wenn ich hier einen Sturzmodus mache. Weil dann bekommen wir was Schönes. Also wahrscheinlich sitzen wir in dem Part daran. So, sammle 1300 Bonuspunkte, bevor die Zeit abläuft. Okay. Wenn ich Glück habe, schaffe ich doch beim ersten Versuch. Da wäre natürlich auch die Mob die. So, du lässt mich doch hier bestimmt nicht einfach so. Doch, lässt mich. Ja, das wäre Torstern irgendwie. Das ist ja noch keine Gegner ausgezeichnet. Von einer war größeres. Wir haben fast die Hälfte. Ja, und dauerhaft X drücken, einfach nur damit man schneller zum Ziel kommt. Da sollte man ja schon gesehen haben, so wie ich gespielt habe bisher. Oh, ja, da habe ich mir schon gesehen, wie ich da irgendwo gegen knall. Ich hoffe, das hat jetzt nicht mein A-Rang ruiniert. Ring offen ausgezeichnet. Boah, wer, das liegt jetzt daran, dass ich kein A-Rang bekomme. Kommt schon, war relativ einfach mit Rico. Jawohl, Goldtaucher, alten Meteor und dem Flügeltaucher. Ein Schlüsselschwert mit hohem Magiewert, mit dem kritische Treffer leichter werden. Ich glaube, das ist bisher das beste Schlüsselschwert, was wir bekommen können. Ja. Where am I now? Das ist nicht offensichtlich. So ernst gemeint, ist es nicht offensichtlich? Ich hoffe, ich kriege hier nicht auf die Fresse von den Gegnern. I unlocked all 7 keyholes, so I should be back in the world I came from. What? Was sind die alle 7? Travers. Das sieht der Kloster Raster. Paradies der bösen Buben. Dingens. Simsalabin Symphonie und Land der Musketiere. Das sind nur 6 Welten. Ich hab ganz am Anfang irgendwie dazu gezählt. Ja, das hier werden wir wahrscheinlich noch sehen. Das werden wir, glaube ich, auch sehen, so storymäßig. Dieses Kommando, deswegen lassen wir halt mal. Da kann ich hier neue Sachen kaufen. Ja, kann ich. Das mal wieder habe ich. Magnetspirale. Habe ich hier jeden Angriff? Da war irgendeine Null. Nein, habe ich aber schon. Blitzgard. Die habe ich offscreen gesucht, weil damit habe ich gut irgendwie trainiert. Also damit habe ich sehr, sehr leicht Gegner erledigen können. Mehrere. So, Schizophanten. So. Okay. Oh Gott, was ist denn hier? Einmal los. So, am besten wäre, wenn wir ja alle Schätze bekommen. Also mit der Welt werden wir uns ein bisschen auseinandersetzen, ohne Tauchmodus, dann wird Modus Rico abgeschlossen. So, gut, wir haben schon mal ein Herzchen. So, zeig mal. Und du bist nicht so viel stärker, aber du siehst gut aus, deswegen. Ja. Ja, Meteor, das war ein neues Kommando, ne? Ja, nur Rico, lass mich drin auf das ganze Gebiet fallen, die eine gewaltige Explosion auslösen. Nehmen wir das mal rein. Aber warum nicht? Wir tun ja sonst irgendwie keine neuen Angriffe, irgendwie so zeigen. So, guck mal, wie das Schwert aussieht. Sieht richtig geil aus, oder? Ein bisschen so, als hätte er auch so ein Auge, so wie Weg der Dämmerung. Also
Rikos erstes Schlüsselschwert, offiziell Schlüsselschwert. So, machen gut Schaden, wir bekommen relativ wenig Schaden, dann finde ich gut. Aber extra bis Level 40 hier trainiert. Was? Geh da runter. Nein, mit Level 40 müssen wir ja schon durchkommen, ey. Ja, mal hier schon auf der Fresse, ganz schön, würde ich sagen. Ah, Kiba Tigers. So heißen die Viecher, ne? Haben wir schon gesehen? Ich glaube nicht, ne? War Meteor. Ja, ich glaube, der hat es gebracht. Wir bekommen so einen Killer-Move auch für Sora. Ja, die Musik hört sich sehr Kingdom Hearts 2 an. Kingdom Hearts 2 kennt ihr das? Kennt ihr das Spiel Kingdom Hearts 2? So. Herzlich willkommen, Komitee. Muss mal kurz gucken, ja. Na, noch Kiba Tiger. Ich wusste, wieso wusste ich von den Namen? Meiner war auch der Löwe und Dapfig und der Tyrannosaurus Rex, sie waren alle richtig stark. Da habe ich noch gute in Erinnerung. So. Wir gehen schon hier langsam auf den Endspurt zu. Hat ehrlich gesagt nicht so lange gedauert, das Spiel, wie ich jetzt gedacht hätte. Ja, das ist so der ultimative, ich habe keinen Bock mehr am Ruf. So. Okay, wir muss einfach nichts drücken, okay. Boah. So an meiner Seite habe ich das kaputt gemacht. So, am besten wäre, wenn wir die Spezialportale ausschaffen würden, obwohl die wahrscheinlich voll stark werden. Welche auch wahrscheinlich auch screen machen. Au, was? Ah. Dicke Truhe, dicke Truhe. Ja, ich kann mich ja gar nicht bewegen, ohne dass ich hier getroffen werde. Vigra. Wow, das ist. So, ich habe nur Vitra, merke ich gerade. Muss ich ja machen. Eigentlich reicht nur Vitra, ne? Jetzt nicht so viel AP, dass hier alles geheilt werden muss. So. Was ist das? Okay, tut nicht alles töten, aber wenn alles irgendwie viel AP hat, aber aua. Trotzdem macht das schon Schaden. Oh Gott. Oh, dich gibt's ja auch noch. Wieso weiß ich nicht. Etwas schrecklichere Version von diesem Tyrannosaurus. Was ist das? Weiß man Leon nicht so schnell im Kopf. Da ist auch damit. Wie dein Kopf war, was? Also, ihr solltet mir nicht so ein Problem machen, ehrlich gesagt. Aber da ist eine Truhe. Und weil ich eigentlich Dingens hier, als ich bei Flink Flitzer gemacht habe, ich habe Punkte für meine Traumfänger bekommen. Das wäre natürlich sehr gut. Was? Meteorin. Meteorinkraft. Ne Quatsch, Planetenkraft. So, er spawnt einfach da oben. So, oder was? Ja. Ich möchte am liebsten hier alle Truhen finden. Damit wir das auch hinter uns haben. Kiba Tiger Rezept, geil.
ich mir definitiv irgendwo mal erstellen. Und boah, greift mich das Viech echt an. Komm her. Also bewegen. Ja, wahrscheinlich darf ich mir nicht so viele Fehler erlauben, ne? Ja, war natürlich auch ein bisschen anders in der 3DS-Version. Sind die irgendwie so wirrwarr irgendwie geflogen. Man musste im richtigen Moment zerschneiden, aber hier kann ja so vorbei irgendwie kommen und man muss ja im richtigen Moment. Ich wollte nicht. Oh. Erstmal das öffnen. Vorher was auch immer machen müssen. Doppelsprung. Ach. Drücke Kreis im Sprung. Dann wird extra nur so. Wo ist Doppelsprung? Das ist unter Schattengrätsche. So, da. So, das hat auch Aqua. Aus Kingdom Hearts Birth by Sleep. Bitte, das wusstet ihr nicht, ne? Wahrscheinlich eure einzige Informationsquelle von Kingdom Hearts. Als ob. Ja, schon froh, dass wenn ich mit dem Spiel vorbei fertig bin, dass ich dann endlich mal Dings zocken kann. Ja, Fragmentary Passage ging nur als 0.8, weil ich Geduld für mich hier geopfert, dass ich das noch nicht zocken konnte die ganze Zeit, obwohl ich das schon zur Verfügung habe. Wird das erste Blind Kingdom Hearts Let's Play auf diesem Kanal sein. Na, warte mal, ich schon wieder hier so mit meiner Orientierung. So, was ist da in diesem einem Loch noch? Als ob ich doch nicht da. Boah. Für den Fall, dass du nicht weißt, wie man da hochkommt. Da wird doch freier Fluss hier so hochgreift, ne? Von da kam ich, ne? Habe ich dann schon wieder so viele Lücken, mein Schatzbuch, mein Schatztruhenbuch. Mach ich eigentlich auch nicht. Ich kann einfach den hier machen. Ja, viel schneller. Na, wo gehen wir jetzt hin? Ja, da ein. Schlüsselschwert wird doch ein bisschen mehr normalen Schaden hier, also angriffskraftmäßig dazugeben, aber nein, da gibt mir nur ein Magie. Na, für ihren alles ein Goldrang, oh nee, ist halt echt die Mühe wert. Jetzt aber kann nicht abgebrochen werden, glaube ich. Aber ja, face her. Wieso passiert denn nicht viel so storymäßig mit Rico, ne? Wir sind einfach in der Welt, die niemals war, und ja. Der Schaden bekommen? Ich hab mir so ein Kratzer hier mal ausmacht, hallo? So, ich muss mal kurz gucken, ja. Wo will ich denn da hin? Da ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Gegen euch möchte ich nicht kämpfen. Wo ihr Viecher seid, sieht aus, könnt ihr der neuen sein. Aua. Aber ich möchte auch nicht falken, weil sonst muss ich hier das ganze Gebiet noch mal machen. Da habe ich überhaupt keine Lust. Geblieben. Und natürlich gibt es wieder Viecher, die voll viel aushalten. Ich will eigentlich wegrollen, ne? Alter,
Ja, was anderes aus einsetzen, was er hat. Also Max Eis hier, Frustart. Tschüss. Seid mir irgendwie zu nervig zu bekämpfen. Noch, ich kann da gar nicht. Angriff und Abwehrkraft aufzeichnen. Dann kommt auch noch, ja. Von denen brauche ich noch ein Rezept. Habe ich wohl das herkriegen? Spezialportal, Spezial, ja. Alter! Das ist wirklich nervig zu bekämpfen. Weil muss ich echt, ich kann ja gar nicht an die Wände ran. Leck mich. Warte mal, ich habe ja Doppelsprung. Keine Ahnung. Doppelsprung wird irgendwie voll überflüssig, wenn man Dings hat. Dunkelspleißer. Lass den Gegner wie angewurzelt stehen und spring herum, während du auf ihn einschlägst. Okay. Mal ausprobieren. So, ich habe jetzt hier alles, ne? Ich glaube ja. Das ist halt ganz oben noch was. Da oben ist auch noch was, ne? Da war ich da gerade. Da war ich gerade, oder? Ja. Ich glaube, da war ich gerade. Das sind alle wissen. Ich glaube, da war ich gerade. Hat der Angriff ist das? Ja, ein paar Sachen kommen mir bekannt vor. Wenn jetzt mal den rausnehmen, und vielleicht die Eisklinge, also zwei super Angriffe, ne? Man sehen, was man eigentlich tut, sowieso nicht alle Angriffe mal einsetzen und gerade reinnehmen, ne? Wo brauchen wir eigentlich nicht? Wo ist Meteor? Ja, meine Güte. Gut, haben wir das auch erledigt. Und gleich stürzen wir. Das ist auch jetzt nicht so schön. Hm? Also, da war eine offene Truhe. Da geht ihr weg. Da war eine Truhe. Kommando zurück. Will ich dich beinahe sehen, du Schätzchen, du. Gang der Illusion, ja. Wie diese kryptischen Namen, ja. Okay, ich wollte schon sagen, wenn das ein Spezialportal wäre, ne? Ja, verdammt. Mal noch Kirchenzeichen und Schlitz. Okay, mitten unter der Treppe ist eine Truhe. Jawohl, jawohl. Nicht viel los hier. Kein Empfangskomitee oder so. Einfach nur ich. Jetzt gehe ich pennen. Gute Nacht. Wow. Okay, aber damit. So, was ist mein neuer Dingens, den ich bekommen habe? Geistflieger, Hybridhelfer. Flusstempo, Sturzdämpfer, Linkbeschleuniger. Keine Ahnung. Ich hoffe ja, ich muss jetzt mit Sora nicht nochmal Dings machen, ja. Gegen den Prinz Kairo kämpfen.
So, damit treten wir jetzt mit Zora auch die Welt, die niemals war, und hoffentlich kriegen wir auch einen. Das Kampfstufe 40, okay. Tom-Tänzer, okay. Was gemacht? Da bin ich 100 mal gestürzt oder irgendwie sowas. Oh, und das hört sich an wie Bosskampf. Oh nee, nice. Ich muss ja auf jeden Fall wiederholen. Bis ich jetzt checke, was ich machen muss. Oh, oh nee. Ja, habe ich jetzt schon vermasselt, ey. Ja, ich muss das doch alles perfekt auf Anhieb machen, ne? So läuft das doch hier. So, na passt doch bestimmt, ne? Ah, ich erinnere mich. Mann, naja, schaffe ich doch nie im Leben auf Anhieb. Weil wird nervig, da muss ich dann direkt nach der Aufnahme versuchen. Kann sogar mehr auf einmal angreifen, sagt mir doch mal. Ja. Wirklich nicht. Und schon geschafft, was? Jetzt A ist, ne? Auf jeden Fall einfach als dieser eine Boss mit Rico. Komm schon, A, komm. War fast perfekt. Jawohl. Und dann haben wir auch den Flügeltaucher bekommen mit Zora. Wir kommen einfach so reingeflogen. Ja, wir haben mit Rico gar keine Einleitung bekommen. Die Welt, die niemals war. Is the organization's world sleeping too? No, it can't be. Ich habe eine träumende Welt. I definitely found the seven keyholes already. Da gibt es in Travers zwei Schlüssellöcher. And in the real world. But why here? Oh, what's the matter, sleepyhead? Jetzt kommt wieder Best Character. Show yourself. We jumped through a lot of hoops to get you here. But it looks as if it's gonna pay off. Von allen Charakteren taucht er auf. Ausgezeichnet. You're part of this? Hey, let's hit these plot points in order. Sora, Roxas, Mantis. First, you must be wondering about your revised itinerary. Why am I here, not back home? The answer's simple. We brought you to this place. Hijacked your little slumber party before it started. And ever since, we've been both your companions and your constant guides. Before it started? The man in the robe! And so that guy in the black coat! And Xemnas! Bingo! You were able to come back in time to just before your home became a sleeping world, only because a past version of you already existed there. And I can see, in the past, you already met Mr. Rope Guy. Yep, he was there then to make sure you ended up here now. That's ridiculous! It sure is. It's too perfect. Who'd ever believe it? Which is why you idiots never saw it coming. You thought you were off doing some kind of test, right? Well, test this. How come you're wearing the same clothes if you're already back home? You are not gonna wake up, okay? Look, there's no real versus dreams anymore. There's just you, us, and this. I see. Fair enough.
So what? At least I know who to blame for it. Ooh. I see you still got that angry look down. But here is where I tag out. I got just a few more hoops I gotta jump through. Come with me. What? Pleasant dreams, kiddo. Ja, die Story spitzt sich zu. Yes. This was where it started. At this point, I still had no idea that I was talking to myself. He cast away his bodily form just to set me on the appointed path. What do you mean? That is Xehanort, reduced to just a heart. The being you and your friends called Anzen. Whoa! Him. Is that? Yes. The point in time that Zigbar mentioned. Me, right before my world was swallowed by the darkness. To move through time, you must leave your body behind. Ansem first sent me on my way, and then placed himself here when the time was right. That is what set all these events in motion. What are you saying? That he knew everything that would happen? No, not everything. But remember, Ansem possessed Riku and saw his experiences in real time. So? That could only tell him so much. How did he know I would be here today? Simple. Kairi! Hat er irgendwie Kairi zu die Insel geschickt? Weil über Kairi weiß man ja auch nicht viel, ne? Vielleicht ist ja sehr noch dein. Boah, ich habe jetzt schon wieder so eine geile Theorie. Ey. Kopf. What is? Ja, jetzt kommt der Zeitpunkt, in dem die Story ein bisschen komplex wird. Wer es noch nicht aufgefallen ist. You've been here many times. Your first journey, your voyage through memories, in the Datascape. In your dreams, relived again and again, like déjà vu. King Mickey? Oh. Mickey war auch zu dem Zeitpunkt da. Donald! Goofy! Pluto!
Ja, wir stoßen direkt wieder zurück zu Rico, wie es scheint. Und ja, ein bisschen komplex, was hier auf einmal passiert, ne? Wir spielen noch ein bisschen weiter mit, aua, mit Rico, bevor wir weitermachen. Sturz 2.0, okay. Ist wahrscheinlich gedacht, dass ich irgendwie ihn wieder schnell über zu Rico, zu Sora wechseln, ne? Aber ja, Zeitreisen sind jetzt ein Ding anscheinend. Obwohl Zeitreisen nie Sinn machen. Ich weiß. Ich habe jetzt nicht so was dagegen. Ich finde es nur unnötig kompliziert, als ob. Also die eine Spielserie, die jetzt schon kompliziert genug ist, wird noch komplizierter. Versteht ihr, was ich meine? Es war nicht nötig. Ach, ich muss die noch mal neu aktivieren hier, oder wie? Schlitz. Er ist wie Schattenspringer hier von Birth by Sleep. Nur als Attacke. Ich glaube, so eine Attacke gab es auch bei Birth by Sleep, ne? Boah, ich muss immer noch die letzten Optionen mal im Kampf machen von Birth by Sleep. Mit jedem Charakter. Aha. Okay. Das ganze Layout hat sich jetzt verändert und hier ist sogar ein Speicherpunkt. Jetzt kommt man eigentlich beenden, ne? Ich möchte da hinten weiter eine Truhe. Ich glaube schon eingesammelt, ne? Mal gucken, ob das Spezialportal hier irgendwo in der Nähe ist. In dem Bereich jetzt, wo wir vorhin waren. Vielleicht hat er jetzt aufgetaucht. Ja, können wir das mal versuchen. Das war irgendwo hier. So ein Kampfportal, okay, dann können wir auch direkt den Part beenden, ne? Dass hier ein Speicherpunkt schon zur Verfügung steht. Dann würde ich sagen, ja, wir bauen hier eine Brücke, wenn man hier einfach so hochspringen kann, ganz ehrlich. Ja, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Wir sehen uns dann, ja, gehen wir zum Speicherpunkt. Oh, ich kann nicht, weiß gar nicht, wahrscheinlich nicht speichern, weil die Pisser ja aufgetaucht sind, ne? Ja, komm. Oh, Spezialportal. Nö. Ich würde aber schon fast sagen, wir gehen der nächsten Folge direkt zu Sora rüber, weil wir sind mit Rico als erstes hier reingegangen. Wahrscheinlich hätte man mit Sora als erstes hier reingehen müssen, ne? Wir haben schon mit Rico hier ein ganzes Stückchen hier geschafft und Sora hat anscheinend nicht so viel zu erledigen. Ja, cool, mach mal. Ja, okay, mach mal mit. Warum ist Sora was? Sora hat da auch alle. Hä? Ja. Aber ich glaube, wir spielen doch noch ein bisschen mit Rico weiter, weil er hat hier noch 14 Schätze übrig und Sora hat nur 15 Schätze. Deswegen gucken wir mal. Wir werden auf jeden Fall hin und her switchen. Sehr oft. Da würde ich sagen, ja, ich bin dem Bad hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts Green Drop Distance. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.